Wir kommen jetzt zum Abschluss, zum Finale des Lola Festivals und wollen Ihnen dabei natürlich die Regisseurinnen und Regisseure nominiert für in der Kategorie Bester Spielfilm gerne noch einmal vorstellen, präsentieren. Und jetzt blicke ich noch einmal in Richtung Technik, denn wir wollen Ihnen gerne zur Einstimmung dessen einige Impressionen aus den nominierten Filmen zeigen. Und ich schaue mal auf ein Thumbs up. Und ich verabschiede mich jetzt auch gleich. Der Österreicher muss jetzt für ein Jahr wieder in den Keller zurück. An dieser Stelle sehen Sie gleich Knut Elstermann, der die Regisseurinnen und Regisseure in Empfang nimmt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich wollte schon gerade sagen, entschuldigen Sie den Ton, wir sind nicht in einem Kino, aber das stimmt ja gar nicht. Streng genommen ist das ja ein Kino gewesen. Ich freue mich sehr, dass so wahnsinnig viele Leute hier sind, dass ihr Lust habt auf das Gespräch über die Filme, die nominiert sind, eben die Königskategorie, also die Loda gewinnen könnten, und freue mich auch wirklich sehr, dass zu jedem Film tatsächlich die Schöpfer, Schöpferinnen da sind. Also ganz herzlich willkommen. Übrigens aus Österreich müssen nicht alle schon ins Bett, ne? Manche dürfen noch auf die Bühne. Wolfgang Fischer, Styx, bitte, Wolfgang. Das ist meiner, alle anderen da. Das ist meiner. Alle anderen Fragen. Ja. Wo du willst. Nur dieser hier. Der nicht. So. Andreas Dresen, Gundermann ist im Augenblick Professor in Rostock. Ich glaube, das ist der Grund. Da hat er eine Riesenveranstaltung. Freuen uns riesig. Das ist eine doppelte Ehre, weil du bist ja auch nominiert eben fürs beste Drehbuch. Leila Stieler hat das Drehbuch geschrieben für Gundermann. Er war ein bisschen erschrocken, dass es doch länger gehen wird als eine Stunde. Das heißt also, du musst ja die Fußballergebnisse dann irgendwie so sagen lassen. Gibt ja heute viele Möglichkeiten. Christian Petzold, Transit. Freuen wir uns natürlich sehr aus Besuch aus dem fernen München hier bei uns in Berlin. Und ich sage den Namen wirklich richtig. Seitdem wir uns kennengelernt haben, bin ich, glaube ich, einer der wenigen Menschen, die im Radio das richtig sagen, nämlich Caroline Link. Nicht Caroline, niemals, niemals nicht Caroline sagen. Der Junge muss an die frische Luft. Jetzt ganz kurz mal, es ist eine sehr seriöse Veranstaltung, wie ihr euch vorstellen könnt, wir reden intensiv, aber ein bisschen Boulevard muss sein, weil der Beifall, den wir jetzt bekommen, der ist vielleicht ganz besonders kräftig, weil er hat nicht nur diesen super erfolgreichen, schönen Film gemacht, sondern das zweite Kind ist da, bei Aaron Lehmann. Ja, vor 2 Wochen. Ja. Ja, wusstet ihr noch gar nicht, ne? Können wir nachher noch, der ist ein Mädchen, ne? Oder? Du, also was wir die Bunte abwimmeln, damit du jetzt hier ja, so ein Theater ja machst. Einmal wollte ich das mal machen, weißt du so. Es ist ein Mädchen, ja. Ein Mädchen, das schönste Mädchen der Welt. Ja, also ist eigentlich reden wir nur noch über das zweitschönste Mädchen der Welt jetzt gerade, aber ja, weil zu Hause liegt natürlich jetzt das Schönste. Ja. Das meinte ich, genau. Genauso hast du gemeint. Also Glückwunsch nochmal. Sie verwenden das ja nicht in irgendeiner Form. Sie können sofort posten, wenn Sie wollen, gar kein Problem. Und dann haben wir angefangen mit 25 km/h, die große Erfolgskomödie von Markus Goller. Markus, willkommen. Hallo. Hallo. Ja. Wenn es noch ähnliche Dinge zu sagen gibt wie jetzt bei Aaron, dann tut's jetzt. Irgendwelche Sachen zu verkünden sind, gut. Wenn das nicht der Fall ist, widmen wir uns den Film. Das heißt, vorher hätte ich tatsächlich eine ganz ernst gemeinte Frage, weil wir euch jetzt auch nicht langweilen wollen mit Dingen, die ihr alle wisst. Wer hat alle 6 Filme gesehen? Ganz ehrlich, kontrolliert da keiner? Das sind die Akademiemitglieder? Okay, alles klar. Ist ja auch so. Eure Entscheidung steht schon, ihr habt längst abgestimmt. Also egal, was hier geredet wird, ob die Leute sich im Kopf und Kragen reden, es ändert überhaupt nichts. Oder? Ja, okay, sehr gut. Das ist das eine. Die zweite, wer hat mehr als 3 gesehen? Einfach mal so. Okay. Wer hat gar keinen? Ist jetzt nicht schlimm, ihr habt auch viele Sachen zu tun und so. Okay, gut. Also wir haben etwa so den gleichen Wissensstand, so würde ich es mal formulieren. Und die alle gesehen haben, sind eindeutig in der Minderzahl. Gut, ihr könnt dann aber jetzt trotzdem mitreden, wenn der Preis verliehen wird.
weil ihr habt ja das Gespräch jetzt hier gehört. Und das wäre schon meine allererste Frage. Das sind ja Filme natürlich, die sind schon eine Weile in der Welt, was ja immer schön ist, Wolfgang, in der Welt und haben damit auch selbst eine Geschichte. Also Filme, die in der Welt sind, haben wie Bücher eine eigene Geschichte. Und vielleicht könnt ihr erstmal kurz wirklich was zu sagen zu der Geschichte danach, was mit den Filmen geschehen ist. Ich präzisiere das gleich nochmal. Ich stelle das richtig als Frage, keine Angst, Caroline. Du hast mich gerade so erschrocken angeschaut. Nee, ich wollte mal eine Sache noch ganz kurz sagen, bevor du loslegst. Und zwar haben wir uns gerade in der ersten Reihe da vorne gedacht, es wäre doch schön, wenn die Akademie sich die Mühe macht, diese Filme, wenn sie vorgestellt werden, in wirklich tollen, kurzen Ausschnitten zu präsentieren. Weil diese kommerziellen Trailer hintereinander fand ich jetzt gar nicht so toll. War nicht so toll. Also ich fände es schöner, wenn man tatsächlich ein Gefühl bekommt für die Geschichten. Und das sind jetzt Verkaufstrailer. Und ich hätte meinen Film auch gerne in einer liebevoll präsentierten anderen Variante gesehen. Oder ich glaube, Christian ging es ein bisschen auch so. Ja. Und dann ist natürlich sowieso die Technik, über die brauchen wir gar nicht reden. Nee. Aber schade, weil wir sind ja hier in der Deutschen Filmakademie. Absolut. Und da wünscht man sich, dass die Filme so gezeigt werden oder präsentiert werden, dass man das Gefühl hat, man hat was von dem Film tatsächlich, von dem Spirit verstanden. Mhm. Fand ich auch bei deinem Film sehr extrem. Gut, aber lass es uns trotzdem nicht zum Hauptthema machen. Die Botschaft ist angekommen. Niemand wird widersprechen, denke ich mir. Also, weil es ist einfach so. Du machst nächstes Jahr wieder einen super Film und wirst wieder nominiert und dann wird das aufgegriffen. Davon bin ich fest überzeugt. Und wie gesagt, ein paar Leute, gerade deinen, kennen, glaube ich, fast jeder, der hier sitzt, in Gänze. Jetzt aber zu der Geschichte danach. Das, Markus, vielleicht erstmal bei dir. Ja. Es ist ja gar nicht, ich sage das ja wirklich mit viel Respekt, aber gar nicht so typisch, dass Komödien, es ist eindeutig eine Komödie als Roadmovie, auch nominiert werden. Also insofern danach war es... Ja, gibt es jetzt keine große Historie, sage ich mal so, aber es gab es schon. Also es ist jetzt nicht das erste Mal und wir sind ja irgendwie so dazwischen gefallen. Es ist eine Komödie, klar, es ist eine Komödie, hat man auch am Trailer gesehen. Mir ging es ein bisschen, dem hast du gerade gesagt, ging mir aus, oder dachte ich so, ja, es ist eine Seite des Films, da gibt es aber eben auch noch die andere Seite und das ist dann so ein bisschen sehr wahrhaftig, menschlich, was ist ein bisschen dramatisch auch tatsächlich. Und sehr bewegend, glaube ich, was in dem Film passiert. Das ist natürlich in so einem Trailer gar nicht drin. Eigentlich interessant, warum das eigentlich nicht drin ist. Genau. Nehmen sowas nicht Regisseure auch ab, so eine Trailer? Doch, total. Es gibt aber unterschiedliche. Das ist jetzt irgendwie Trailer 4 oder 5. Also es gibt unterschiedliche. Also es gibt einen langen Trailer noch, wo auch tatsächlich die emotionaleren Seiten noch mit drin sind. Ah ja. Okay, aber wie gesagt, das ist ja nur, es sagt eigentlich gar nichts. Nur zur Erinnerung, ach, das war der Film mit Lars Eidinger, das war so die Botschaft. Ne? Der Film selber steht ja für sich. Und die Geschichte danach, also ein Roadmovie, du bist damit auch sicherlich unterwegs gewesen, viel mit diesem Film? Also wir waren natürlich wahnsinnig viel unterwegs, wir hatten eine wahnsinnig tolle Kinotour, der kam Anfang November letzten Jahres, kam der ins Kino, so richtig fies gegen Bohemian Rhapsody. Und ganz doof auch, dann gab es einen anderen tollen deutschen Film, Der Vorname, ne, der lief praktisch auch noch parallel und wir hatten so ziemlich dasselbe Publikum, was beiden Filmen nicht gut getan hat. Also da sind die Verleiher aufeinander losgegangen, es war nicht so schlau, fanden wir jetzt alle so im Nachhinein. Nichtsdestotrotz war es für beide gut. Und also du gehst so lange mit so einem Film mit, wir haben den ja auch, also dieser Film ist ja bei mir schon 30 Jahre irgendwie tatsächlich unterwegs, seitdem ich mein Mofa hatte, weil das Mofa, was der Bjarne fährt, ist meins, das habe ich gehabt, als ich 15 war und das habe ich, ich erzähle es schon kurz, also das habe ich mir nur gekauft, weil das eine Sitzbank hatte und ich war da irgendwie so verknallt in so ein Mädel und dachte mir, ich muss eins kaufen mit einer Sitzbank, da kann ich sie mitnehmen und am Schluss war es Mofa Schrott, was ich gekauft habe, aber es hatte eine Sitzbank und sie ist nie mitgefahren. Und irgendwie aus dem Ding wollte ich mal einen Film machen, schon vor 30 Jahren und so. Der hieß damals auch schon 25. Und dann habe ich dann vor 5 Jahren mal mehr davon dem Oliver Ziegenbalg, meinem Produzentenpartner sozusagen, erzählt und Autoren vor allen Dingen. Ihr kennt ihn alle, Olli, wer kennt ihn nicht? Ja, okay, gut. Doch, der ist super. Und, der hält super Reden, doch bei First Steps immer. Ja, genau. Also die Hammerreden finde ich immer. Ja, ne? Absolut. Ja. Und genau, und dann hat der Olli seine Geschichte, nämlich die zwei Brüder, weil der Olli ist ein Zwillings, er hat einen Zwillingsbruder und er kommt aus dem Schwarzwald und er wollte was über Deutschland machen und natürlich deswegen kommt dieser Roadmovie, weil wenn du einen Roadmovie in Deutschland machst, dann muss er langsam sein. Deswegen ja, sonst ist man so schnell durch. Klar. Genau, ja, sonst ist er jetzt sehr kurz. Das hast du schon sehr viel zum Film selber gemacht. Wenn wir noch ein bisschen vertiefen, vor allem die Geschichte mit deiner Freundin, die da irgendwie sagt, nie Platz genommen hat drauf. Das ist eigentlich schade. Als Liebesgeschichte taugt das Ganze nichts damals, aber es ist ein Film draus geworden, super erfolgreicher. Und das Filmmuseum wird sich sicherlich bemühen, dieses Mofa da irgendwie auch zu bekommen, dann jetzt als Requisit. Ja, wir machen, vielleicht, das könnte sogar sein. Na, das war ein Vorschlag durchaus. Also das Filmmuseum Berlin dann übrigens und nicht
nicht. Nee, es gibt die Mofas, das stimmt nicht. Es gibt im Film, die müssen irgendwann logischerweise an der Tankstelle anhalten. Die gibt es tatsächlich im Schwarzwald und die haben sich beworben und da wird es jetzt ein 25 km/h Museum geben. Echt? Die sind auch gerade angekommen. Ja, ist ganz lustig. Unglaublich. Okay. Bei dir habe ich vor kurzem, das kann ich kurz sagen, hat mir eine Veranstaltung mit Schülern und Schülerinnen, ganz allgemein zu Kino, ne, Kinokongress in Erfurt. Und es war wirklich unglaublich, wie viele wirklich sehr junge Menschen zu dir kamen, Fotos gemacht haben. Und ich sage das hier wirklich, das Insiderwissen, es wurde geweint. Es gab wirklich junge Mädchen, die sich so gefreut haben, das ist der Schöpfer dieses Films. Also du hast ganz offensichtlich auch hier die Frage eben nach der Nachwirkung oder der Wirkung des Films, dann die der Zielgruppe, ich sage das ja sehr bewusst und ohne Ironie, getroffen. Ja, also es hat, dass sie bei mir weinen, hat einfach nur damit zu tun, dass meine Schauspieler einfach nicht da waren. Also wenn du auf der Kinotour gewesen wärst, also ich habe mich dann mit den Eltern unterhalten und geweint wurde woanders. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt. Nein, die waren wirklich gerührt und hatten ihn sogar mehrfach gesehen. Ja. Und das war ich freue mich auch total. Also das Feedback, was wir kriegen gerade, junge Teenager-Mädchen, wo ich auch hoffe, dass unsere Roxy einfach da ein modernes Vorbild ist und eben auch einfach eine Heldin mit Abgründen. Das freut mich natürlich, wie das angekommen ist. Und für uns war die Kinotour natürlich auch total speziell, weil mit den zwei YouTubern, die wir auch da dabei hatten, hatten wir nach jeder Vorstellung so eine Dreiviertelstunde Selfies und Autogramme geben. Das war schon auch für mich, auch für die Kids eine neue Welt und ein Wahnsinnsabenteuer, das uns auch bis heute eng verbindet alle. Und der echte Aaron, also der andere Aaron, nee, sag ruhig so, der echte. Weil zwei Aarons, ist auch schwierig am Set, stelle ich mir vor, ne? Der eine ist der Schauspieler, der andere Regisseur, beide Aarons. Schauspieler Aaron, Regie Aaron. Alles Aaron. Aaron ist hier? Aaron, steh doch bitte mal kurz auf. Ja. Einfach damit Sie mal die echte Nase sehen. Ich finde die auch. Hat gerne gleich. Ja. Wobei der Regisseur ist Aaron, wir haben vorhin drüber gesprochen, die andere Nase fast noch erotischer findet irgendwie. Also das würde fast noch besser aussehen irgendwie. Solltest du drüber nachdenken, vielleicht, ob du die ab und zu mal aufsetzt für bestimmte Gelegenheiten. Später mehr dazu. Caroline, in dem Falle basiert das ja auf einem sehr erfolgreichen Buch, selbstverständlich. Aber dass dann der Film eben auch, und zwar in ganz Deutschland, so erfolgreich war und wirklich durch die Decke gegangen ist. Hast du das erwartet? Natürlich auch vielleicht im Fahrwasser des Romans oder des Erinnerungsbuches. Also ich glaube, man spürt, wenn ein Film funktioniert und wenn ein Film mit dem Publikum sozusagen gut funktioniert, ob der dann 500.000 oder 1 Million oder dann womöglich noch mehr Zuschauer macht, das spürt man ja dann gar nicht mehr so als Regisseur wirklich. Ich kann das ja nicht begleiten und leider habe ich auch gar keine Kinotour gemacht, dass ich jetzt tatsächlich mit besonders vielen Zuschauern gesprochen hätte, aber es war einfach schön zu spüren bei den Vorführungen, in denen ich dabei war, dass die Menschen so tief bewegt waren. Und das hat mich tatsächlich auch ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, überrascht, also positiv überrascht. Aber dass der Film, der ja auch sehr heiter ist und sehr leicht an vielen Stellen, dass er den Menschen so tief ins Herz rein piekst, das hätte ich nicht so sehr so gedacht. Aber wir waren alle natürlich sehr begeistert, dass es so ist. Was ein schöner Effekt, finde ich, ist noch, ist, dass so eine tolle Schauspielerin wie Luise Heyer in ihrem allerersten, ich sag mal schon, großen Film zu sehen war. Hat vorher schon ganz viele großartige Filme gemacht und jetzt kennt sie wirklich jeder. Endlich. Ja, also Jack war ja auch lief auf der Berlinale, da hat man sie auch gesehen, aber ja. Was ich interessant finde, ist aber dann nochmal zu sehen, meine Filme liefen ja auch immer so ein bisschen im Ausland und das ist, weiß ich noch nicht, ob das bei dem Film so funktioniert. Also es ist für mich interessant zu sehen, was ist jetzt deutscher Humor, was ist deutsche Emotionalität, wie funktioniert so ein Film mit Untertiteln oder funktioniert er nicht mit Untertiteln, weil man da zu viel lesen muss und vielleicht auch, was für eine Rolle spielt der Dialekt oder der die Sprache in dem Film. Ich glaube, das ist ein ganz großer Teil der Menschlichkeit, dass der so klar verortet ist. Und wenn man diesen Dialekt nicht versteht oder die deutsche Sprache natürlich gar nicht versteht, dann weiß ich nicht, ob das in seinem ganzen Charme oder so im Ausland noch funktioniert. Da sind wir jetzt gerade so am Anfang. Aber das ist ein bisschen anders als bei meinen anderen Filmen, wo es eigentlich immer um Emotionalität ging, die sich auch transportieren lässt, aber nicht unbedingt so sehr um diese Sprachmerkmale.
muss ich gleich doch noch eine Frage anschließen, die ich eigentlich später erst stellen wollte, die passt hier aber so gut, weil du von Verständigung sprichst. Ich rede hier übrigens extra langsam. Wir haben uns gut verstanden beim ersten Interview, aber es war schon so, du kommst aus München, nicht aus Berlin, dass dir das alles ein bisschen zu schnell war. Du merkst, komme aus Hessen. Naja, du lebst in München, lange schon. Und das färbt ab irgendwann. Ist ja auch gar nicht schlimm. Ich bin trotzdem Hesse und kein Bayer. Ist alles wunderbar, wunderbare Stadt. Aber jetzt ernst, was mich wirklich überrascht und gefreut hat, war, dass der Film so in Ost und West, meine ich jetzt wirklich Deutschland, gleichermaßen absolut funktioniert, weil die Lebenserfahrung, das hat mich ja selber so überrascht, in den 60ern gar nicht so unterschiedlich ist. Dieses, jetzt wollen wir es wieder schön haben, jetzt trink mal Eierlikörchen. Also das war hier bei meiner Oma in Prenzlauer Berg genauso wie offenbar im Ruhrgebiet, was es da ist. Ja, das habe ich auch so empfunden selber, als ich das Drehbuch von der Rotoma gelesen habe. Die Hallo Ruth, herzlich willkommen Rotoma, die Autorin. Genau. Da dachte ich mir auch, ich habe zwar überhaupt, ehrlich gesagt, keine Ahnung vom Ruhrgebiet, aber trotzdem habe ich dieses Drehbuch so nachfühlen können, weil ich tatsächlich meine eigene Kindheit, ich bin ja genauso alt wie der Harpe, 64 geboren, und meine Kindheit spielte sich auch in der Provinz ab, nicht auf dem Dorf, aber in der Kleinstadt. Und dass diese Erlebnisse, dieser Nachhall des Krieges in diese Zeit, in den 70er Jahren, damit konnte ich mich total identifizieren. Das war sofort mir klar, wie diese Familie sich anfühlt. Mache ich gleich bei dir auch autobiografisch weiter, als ich gehört habe, dass du Anna Segers verfilmst, die ich ja wirklich sehr verehre, sogar kennengelernt habe noch als Schüler. Also es war wirklich großartig hier in Ostberlin. Du hast mir ein Buch gezeigt, wo sie... Sie hat mir was reingeschrieben damals. Es war schon toll, mit ihr zu reden, also wirklich eindrucksvoll. Aber ich war trotzdem überrascht. Ich weiß natürlich, Siebte Kreuz ist in ganz Deutschland bekannt. Ich weiß sogar, vielleicht in manchen Schulen wird es auch noch gelesen. Aber dass du jetzt sozusagen die Anna Segers hernimmst, und zwar einen Roman, den ich noch besser finde als Siebte Kreuz übrigens, Transit, habe ich dann trotzdem erstmal überrascht. Hattest du so einen Zugang zu dieser ja doch auch Ikone dann der späteren DDR-Literatur? Nee, ich hatte eine Schallplatte Wolf Biermann Ost zu Gast bei Wolfgang Neues West von meinem Onkel geschenkt bekommen, der hatte so eine Plattensammlung. Und da wurde Anna Segers verarscht von Wolfgang Neuss. Und jetzt lassen wir Anna Segers ans Euter, hier stehst du, Kuh, ja? Der zinnerne Krug. Das ist ja so eine Sprache. Und ich fuhr dann Jahrzehnte später mit meinem Freund Harut zu einem Auswärtsspiel nach Strausberg, kennst du auch, ja, Strausberg. Ja. Und auf dem Weg dorthin sagte er, ob ich Anna Segers gelesen habe, und dann habe ich das rezitiert, also dann zitiert, dieses Wolfgang Neuss Zitat. Und dann habe ich gesagt, das ist ja das letzte Anna Segers, eine furchtbare Sprache und so. Und dann ist er rechts rangefahren und zum ersten Mal in unserer langjährigen Freundschaft, und wir haben viele, viele Spiele und haben nackt geduscht und 100 Mal und so, ja. Und hat er mich zusammengeschissen. Ja? Und dann habe ich ein Buchpaket bekommen, der Ausflug der toten Mädchen und Transit. Ja? Und er sagte, Transit wäre das wichtigste Buch seines Lebens. Ja. Und das hat auch damit was zu tun, auch mit dem Kino zu tun, dass das Kino eigentlich immer von Menschen erzählt, die ihre Orte verloren haben in irgendeiner Form oder sie nicht verlieren wollen. Und das habe ich gelesen und übers Wochenende und dann Versöhnung. Und wie das dann so ist, wenn man so 28, 29 ist, dann hat man ja anfallartig, fängt man an zu lesen. Ich habe dann das Gesamtwerk gelesen, auch die späten Erzählungen in diesem langen, wunderbaren Sommer. Das war, ein Jahr später war dann Proust, aber das war das Anna Segers Jahr. Und wir haben uns nie vorgenommen, daraus einen Film zu machen, sondern es war immer die Referenz für alle unsere Projekte von Harun und mir. Wir haben immer einmal vorher Transit gelesen. Und dann haben wir eine Geschichte geschrieben über Kosmetikvertreterinnen mit Eleonore Weisgerber, die ich vorne gesehen habe gerade. Und das hat immer was damit zu tun mit Leuten im Drift, die etwas suchen, die etwas verloren haben. Und ganz nachdem wir Phoenix gemacht hatten, hatten wir vorgehabt, dann doch Transit zu machen. Und hatten dann, ich hatte dann schon, das war dann ein paar Wochen vor Haruns Tod, ich hatte dann schon ein schlechtes Gefühl, also nicht, weil ich glaubte, dass er einen Herzinfarkt oder so bekommt, sondern ich hatte nach Phoenix keine Lust mehr, einen Kostümfilm zu machen. Ja, ich konnte das in Deutschland sowieso nicht ertragen. Ich kann deutsche Kostümfilme nicht ertragen. Die sind noch viel schlimmer als bulgarische Kostümfilme. Und ich wollte das, und dann hatten wir die Idee, ja, das in die Jetztzeit zu verlegen, und zwar nicht, also die Vergangenheit, die vergangenen Figuren in unserer Jetztzeit umherwandeln zu lassen. Und von diesem Moment an war mir das klar, dass das funktionieren könnte.
ich könnte jetzt, weil ich jetzt im Rausch bin, noch stundenlang weiterreden. Aber ja, ich habe gerade bloß darüber nachgedacht, wie viele bulgarische Kostümfilme du gesehen hast. Mir fällt tatsächlich einer ein, der ist ein Meisterwerk, das Zimmerhorn. Ja, der ist sehr, sehr schön. Na, also ich glaube, der lief sogar hier im Haus Ungarn. Ne? Genau. Wir nehmen das bitte wieder zurück. Ja. Ich möchte keine Bulgaren dissen. Ansonsten ist es... Ich hätte Luxemburg sagen müssen, dann wäre der ja, immer, wenn ich ein Ostland erwähne, genau. Dann ja, drehst du völlig durch. Solidarität ja? Durch. Automatisch. Gar nicht warum. Ja. Aber dein luxemburgischer Kostümfilm ist unerträglich. Unerträglich. Ganz, ganz schlimm. Noch Ausflug des toten Mädchen übrigens ist eine ganz schmale Erzählung. Also die schaffen sie heute Abend noch, wenn sie sich besorgen. Das ist wirklich das ist ein unfassbares ganz, Buch. Ganz großartig. Ja. Also ich finde es toll, nebenbei gemerkt, wirklich, dass durch deinen Film Anna Segers tatsächlich nochmal anders oder wieder neu vielleicht wahrgenommen wird. Wenn wir auch nochmal vertiefen können. Jetzt gleich noch ein Sprung. Wir bleiben ja im Osten quasi. Also Anna Segers natürlich war ja Präsidentin des Schriftstellerverbandes in der DDR. Mit Gundermann bist du unheimlich lange umgegangen als Autorin. Also es ist ein wahnsinnig langer Prozess. Bei dir sind es 30 Jahre auch geronnener Lebenserfahrung, nicht? Und der Wunsch, den Film zu machen, ne? Hast du ja erzählt. Und bei dir waren es wie viele Jahre? 10 Jahre oder noch länger? Ja, 12 Jahre habe ich geschrieben am Drehbuch, ja. Also ich meine jetzt nicht durchgehend, sonst wäre ich ja verhungert, aber immer wieder, ja. Es ist nicht ganz ungewöhnlich, dass man als Autor oder Autorin lange Zeit an so einem Stoff sitzt, aber 10 Jahre ist schon heftig gut, ne? Warum? Warum hat es so lange gedauert? Ja, also kurz lässt sich das nicht sagen, aber es ja hat nicht, hauptsächlich 12 Jahre, okay. Es hat hauptsächlich damit was zu tun, also dass es ja eine Biografie ist. Gundermann hat ja wirklich existiert und tatsächlich lässt sich ja das Leben von einem wirklich existierenden Menschen erstmal nicht in eine Filmdramaturgie pressen, ja, also in eine herkömmliche Dramaturgie. Du musst also gucken, was nimmst du von dem Leben über Gundermann? Existierte nichts außer Interviews und ich musste also auch viel recherchieren, um mir auszuwählen, welchen Ausschnitt nehme ich aus dem Leben, was will ich über ihn erzählen, was interessiert mich überhaupt daran und wie bringe ich das am besten in 1,5-2 Stunden unter. Und also das war, sagen wir mal, zum einen die Frage der Auswahl. Und dann geht es natürlich bei Biografie immer darum, du hast Fakten und ein paar Fakten müssen stimmen, ein paar kannst du abwandeln, ein paar kannst du überspringen, ein paar kannst du also komplett fallen lassen. Und zwischendurch suchst du eben die Räume für deine Fantasie und da die Balance zu finden, das hat einfach eine ganze Weile gedauert und schließlich und endlich war dann, nachdem ich den Bogen für mich gefunden hatte, hat sich die Figur irgendwie gesträubt, sich in diesen Bogen hineindrängen zu lassen von mir. Also es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich den Rahmen und den Raum gefunden habe. Die Eingangsfrage war eigentlich, Christian hat mich davon völlig abgebracht, weil wir sofort bei Anna Segers waren, ist ja gar nicht schlimm, kannst gleich nochmal auch dazu was sagen, die Geschichte nach der Geschichte. Hier bei Gundermann fand ich es eben auch besonders interessant, dass sich Andreas Dresen mir mal erzählt hat, er bekommt Mails aus dem Westen, so tiefen Westen, so auch wirklich Ruhrgebiet, dass die Leute sagen, zum ersten Mal habe ich das Gefühl, ich verstehe den Osten so ein bisschen. So anders war es auch nicht, wir hatten ja auch immer eine Partei im Ruhrgebiet, die alles beherrscht hat. War eine andere, wie ihr wisst, aber so. Na, also es gibt mehr Parallelen offensichtlich, als man manchmal denkt. Ja, das hat uns überrascht. Wir hatten unsere Premiere ja in Essen, also nicht im Osten, sondern im tiefen Westen. Das Gründe, die jeder Filmmensch kennt natürlich, weil die Kinete herkam, logisch. Ja gut, es ist ja auch Kinete. Sehr dankenswert ja. gewesen, dass da der größte Teil der Förderung aus eben natürlich auch einem Braunkohlegebiet kam, also aus einem Kohlegebiet kam. Und das war natürlich interessant, weil wir wussten ja nicht, werden die jetzt an welchen Stellen wird denn hier gelacht, ja, oder geweint, und das war jetzt dann doch nicht so verschieden. Also gibt's so eine Szene im Film, wo DDR, also SED-Bonzen in den Tagebau kommen und sich von den Arbeitern vorführen lassen, wie toll alles läuft, ja, oder vorführen lassen wollen, und Gundermann schießt dann da total quer in der Szene. Und da wurde plötzlich viel gelacht in Essen. Und da habe ich mir gedacht, naja, gut, also klar, ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass die Bonzen hier wie da nicht so groß verschieden sind. Ja, also zum Beispiel, ja. Funktioniert dann. Damit nochmal zurück zu dir kurz, weil genau die Frage habe ich dir nicht gestellt. Caroline hat schon gesagt, weiß nicht genau, ob das im Ausland funktioniert mit diesem Film. Du hast die Erfahrung ja gerade, glaube ich, ne? In den USA läuft Transit?
Oder wo? Nein, der läuft sogar sehr gut. Ich will jetzt aber hier nicht irgendwie so Werbung machen. Aber kann man schon mal sagen. Nee, das mache ich nicht gerne. Aber der läuft ganz gut. Ich wollte noch was sagen. Das antwortest du erstmal auf meine Frage, Christian. Ja, das bezieht sich, das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Wollte ja so ein bisschen Zug rein. Weil als der Film dann in Frankreich lief, musste ich, weil wir Geld bekommen haben aus Marseille und Aix-en-Provence, vor 800 Schülern den Film zeigen. Und die waren ja alle aus Marseille. Und Marseille ist meine Lieblingsstadt, weil sie korrupt ist. Und in korrupten Städten kann man sehr gut überleben. In nicht korrupten ist es so wie im Bergbau, ne? Oder bei den Bonzen. Und die waren jetzt da und sahen, wie ich ihre Stadt gefilmt habe. Ich hatte totale Angst. Wirklich, ich habe richtig gezittert und so, weil die dann so sagen, wie filmst du die Deutsche hier? Ihr habt uns schon mal kaputt gemacht und jetzt filmt ihr die Stadt und so. Ja. Und dann entdeckten die aber, dass die ersten 7 Minuten des Films oder 15 Minuten des Films, die in Paris spielen, eigentlich in Marseille gedreht sind. Ja. Und dafür bekam ich dann schon mal einen ab vom Anfang. Und dann habe ich aber erklärt, ja, ihr seid korrupt und deswegen ging es hier, das zu drehen, weil in Paris ist es eigentlich in Frankreich verboten, Razzien zu drehen, nach den beiden Terroranschlägen. Und deshalb, in Marseille ging das, weil wir da Beziehungen hatten. Und da waren die Schüler total stolz auf die Korruption ihrer Stadt. Ja? Ja? Super. Und so eine Stadt finde ich fantastisch. Ja. Ja? Und dann habe ich noch erzählt, ein paar Geschichten vom Drehen, also die fanden den Franz Rogowski und die Paula Beer so toll, ja. Und dann habe ich erzählt, wie der Franz Rogowski in Marseille ausgenommen worden ist, auf brutalste Art und Weise, echt hart. Ja. Der ging runter nach einem Drehtag, ging der runter zum Hafen, da ist so eine schöne Kaimauer, das Abendlicht. Da sitzen so 30, 40 Touristen, wird viel gekifft da. Und dann sehen die einen Pitbull im Wasser, der ertrunken oder im Ertrinken ist, und drei Kinder, so zwischen 8 und 10 Jahren, versuchen, den aus dem Wasser zu holen und wiederzubeleben mit Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzmassage. Und es war unfassbar aus, sagt er, wie der Brustkorb des Pitbulls bei der Mund-zu-Mund-Beatmung sich wölbte und wieder senkte. Und er guckte da hin und so. Und dann war der Hund tot. Ja, das hat es nicht geschafft. Und die haben den dann diese Pitbull-Leiche weggetragen, die drei. Und als sich alle 20 Touristen umdrehten, war kein Rucksack mehr da. Und darin waren alle Papiere von Franz und alles. Und er musste also das, was er im Film erlebt, an Botschaften rumhängen, Transits, wo er immer zur Kammer spielen musste, musste alles in 24 Stunden erledigt werden. Und er war begeistert davon, weil er bekam Recherche. Und sagte auch, es wären die beste Performance, die war es wert. Ja? Und deswegen kann ich nur allen raten, dass Marseille ist eine fantastische Stadt. Super, ja. Super. Danke dir auch für diese Geschichte. Genau das meine ich, ne? Geschichten sozusagen, die den Film mitbegleiten. Jetzt wegen den Bulgarien hast du mich auf den Kicker, ja? Bisschen, ne? Nee. So, ja? Das haben wir ja ausgeräumt. Jetzt ist ja Luxemburg dran. Das ist ja sehr schön umgeleitet. Wolfgang, dein Film lief auf der Berlinale eben auch wie Transit und hat inzwischen den Menschenrechtsfilmpreis ja auch bekommen und ist ja auch ein Film, der natürlich genau den Nerv der Zeit trifft, also als Geschichte einer Frau, die eben mit Flucht und mit Menschen auf hoher See konfrontiert ist. Also selbst Dinge, die ganz konkret politisch debattiert werden, wie Seenotrettung, gibt es da tatsächlich eine Debatte, ja oder nein? Unterlassene Hilfeleistung ist ja eigentlich strafbar. Die Frage an dich, hast du damit gerechnet, dass du sozusagen dein Film entwickelt ja sowas wie von heute auf morgen, so genau den Nerv trifft dann? Es war natürlich eine extrem lange Reise auch mit diesem Film. Also das Drehbuch ist vor 10 Jahren entstanden und auch die Förderung war sehr kompliziert, weil damals gab es dann so das Feedback, wen interessiert denn das jetzt? Und dann, wie der Peak war, wie wir es dann drehen wollten, das ist ja schon längst wieder vorbei und ihr seid doch schon wieder viel zu spät. Und das war ein sehr bizarrer Moment und überhaupt die ganze Recherchearbeit war einfach eine sehr lange, sehr intensive Reise, weil wir mit sehr vielen Partnern gearbeitet haben, mit sehr vielen NGOs und man musste dem Stoff irgendwie gerecht werden oder der Thematik. Und die Grundidee war von uns einfach, einen Film über uns zu machen und die Frage aufzuwerfen, wer sind wir, wer müssen wir sein, wer wollen wir sein? Und natürlich einen Film über Migration zu machen, weil das ist das beherrschende Thema, was uns die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte verfolgen oder beschäftigen wird. Und darüber galt es, einen Film zu machen. Nur wie geht das und wie dreht man auf dem offenen Meer? Wie kann man das herstellen? Also wir konnten ja nicht auf Erfahrungswerte von anderen Regisseuren zurückgreifen. Wir mussten das einfach alles selbst rausfinden und das war ein sehr intensiver Prozess und dass natürlich uns jetzt die Geschichte eingeholt hat, auch zu dieser Thematik, ist natürlich auch
für uns alle ein erschreckender Moment gewesen. Ich war gerade in England und hatte gestern noch ein Screening in Glasgow und der Film trifft nicht nur den bestimmten Nerv, sondern er löst da möglicherweise auch Debatten aus. Du bist ja viel unterwegs, also die Frage eben auch hier, verstehen die Leute, dass die Grundgeschichte ist ja so universell, willst du einen Augenblick warten? Ja, die Grundgeschichte ist so universell, dass sie, glaube ich, wirklich überall verstanden wird, vielleicht sogar, wenn man keine Untertitel hat. Ja, das eben. Ich wollte noch die Geschichte in Glasgow erzählen. Es war nämlich dann tatsächlich so, dass viele Familien da waren, die tatsächlich diese gefährliche Überfahrt über die Meere gemacht haben. Und wenn man sich heute anschaut, was heute passiert, also die Menschen, die würden es heute nicht mehr schaffen. Also es gibt keine Hilfe mehr, wie wir den Film gedreht haben 2016 auf Malta. Wir sind rausgefahren und haben jeden Tag diesen Film gedreht und im Nachbarhafen waren alle NGO-Schiffe wie Moors, Sea-Watch, Lifeline. Diese Schiffe existieren nicht mehr. Die EU hat ihr Rettungsprogramm zurückgezogen. Wir schauen den Menschen mit Drohnen beim Sterben zu und was passiert. Und das ist natürlich auch für uns wichtig gewesen, den Film zu promoten und auch bei jedem Q&A da zu sein und einen Dialog zu führen, einen emotionalen Dialog und nicht nur mit Fakten dealen, sondern wirklich ein profundes emotionales Erlebnis mit dem Publikum zu teilen. Das war uns wichtig und die Frage aufzuwerfen, was würde ich tun in dieser Situation? Und diese Gespräche waren sehr, sehr wichtig, gerade auch in Italien, in Florenz, das Q&A 2,5 Stunden gedauert, weil der Redebedarf so intensiv war. Und dann kann man ja schon sehen, dass Film eine ganz schöne Kraft haben kann, dass man so einen Dialog ausleben und kreieren kann und dass man Menschen erreicht, auch mit Filmen. Und dass Fragen aufgeworfen werden und dass Menschen sich diese Fragen mit nach Hause nehmen und überlegen, was tun wir denn jetzt? Was können wir denn tun? Denn dieser Fakt, der muss beendet werden. Das geht nicht mehr so weiter. Das ist ganz erschreckend, wie wir damit umgehen. Ich muss noch dazu sagen, wie wir den Film geschrieben haben, das war noch vor dem arabischen Frühling. Es gab noch kein ISIS. Gaddafi war ein fest installierter Partner Europas. Für uns hat sich das politische Leben total verändert. Aber für Menschen auf der Flucht ist es gleich geblieben. Die fliehen immer noch und sie müssen fliehen. Es ist einfach wirklich erschreckend. Und die Erfahrung, die man natürlich auch im Zuge der Recherche mit dem Film macht, das lässt dann auch nicht mehr los. Und auch die Gespräche und die Erlebnisse, die man dann hört von Menschen, die betroffen sind. Man hat dann auch mit so einem Film auch eine gewisse Verantwortung und die wollten wir auch alle im Team wahrnehmen. Und das war uns sehr, sehr wichtig. Für diejenigen, die vielleicht den Film jetzt nicht kennen, also die fabelhafte Susanne Wolf spielt ja da eben eine Ärztin, die aber eigentlich im Urlaub ist, nicht auf ihrer Segeltörner und plötzlich mit so einem Flüchtlingsschiff konfrontiert ist und als Ärztin ja helfen muss. Sie will ja auch helfen, aber sie ist natürlich auch rettungslos überfordert. Das ist auch ein Film über Überforderung. Jetzt merken Sie schon anhand der höchst unterschiedlichen Gespräche, die wir jetzt schon geführt haben, was das für ein Feld ist in diesem Jahr. Also wie unterschiedlich die Nominierungen sind und wie breit gefächert sozusagen eben auch das Genreangebot ist, was ja erstmal toll ist. Und deshalb wirklich die Frage an euch, wie ihr das jetzt auch empfindet. Jetzt sitzt ihr hier zusammen, natürlich alles Kollegen, man kennt sich. Aber die Nominierung, also ich habe es selten erlebt, dass es so krass war sozusagen, so eine Sprünge auch hat von Rot-Movie durchaus mit einem Tiefgang, Fluchtgeschichte. Also wie ergeht es euch jetzt so in diesem Dankeschön, sehr lieb. Wie ergeht es euch sozusagen mit diesem Feld, Markus? Du hast jetzt lange nichts mehr gesagt. Bist jetzt aber mal dran, genau. Da ist er wieder. Vielen Dank. Wie geht es uns in diesem Feld? Also ich finde es eben erstaunlich unterschiedliche Filme, erstaunlich unterschiedliche Themen, wichtige Themen, aber irgendwie auch, ich finde es toll, dass Hoffnung und Humor ein bisschen hier auch tatsächlich gesehen wird und gewollt wird, gemocht wird. Und ja, also wie geht es uns? Gut geht es uns. Ja, geht das allgemein? Als ihr so gelesen habt, die Liste, wo man da jetzt steht in so einem Umfeld, wie war das? Oder als das so rauskam, weißt du, wie ist das? Die Akademie ruft dann an oder man bekommt dann eine Mail oder so. Man weiß es, man spürt es schon, oder wie? Na, es gibt doch diese Verkündung. Ach, da erfahrt ihr es erst. Ja, die nominierten Verkündung, oder? Im Kino. Und das habe ich irgendwie
da saß ich gerade in, nee, aber im, da gibt es auch eine Pressekonferenz, gell? Da werden die Nominierungen verkündet. Und dann hat der Produzent mir eine WhatsApp geschrieben, weil ich gerade woanders saß. Und dann, ja, ich finde, das ist ja auch irgendwie typisch fürs deutsche Kino, oder? Dass die Filme so unterschiedlich sind. Und ich finde es eigentlich auch sehr schön, wenn das möglich ist, dass Filme aus allen Genres nominiert werden. Was wirklich immer die Frage ist, ist ja einfach nur, welcher Film ist wirklich in dem, was er versucht hat zu sein, gelungen? Und ob es um eine sehr, sehr wesentliche und wichtige Thematik geht, ob es um eine Persönlichkeit geht, ob es um Lachen geht. Es kann ja alles im Kino gelingen und nicht gelingen. Und das Einzige, was interessiert, ist, ob es gelungen ist, denke ich mal. Gell? Und das finde ich schön, dass das in Deutschland möglich ist, dass unterschiedliche Filme entstehen. Und was wir dann daraus machen, liegt an uns. Also diese höchst unterschiedlichen Nominierungen bringen natürlich dann auch die Leute, die abstimmen, finde ich, eine wirklich sehr schwierige Situation. Also ich finde das unglaublich schwierig, dann zu sagen, was ist jetzt hier der beste Film? Bin froh, dass ich nicht in der Akademie bin. Denn ich kann einfach so drüber reden als Mensch. Aber Max, ich war noch gar nicht ganz fertig, weil du hast von Genres gesprochen, was ich auch wichtig und schön finde übrigens, dass wir so ein deutliches Gespür dafür haben. Dein Genre ist das schicksalhaft wirklich das Roadmovie? Das finden wir immer wieder bei dir. Leute sind unterwegs und machen eben wichtige Erfahrungen. Was ist daran so toll? Ist es aufwendig, sowas zu drehen, immer Drehortwechsel und so pausenlos? Nö, ich glaube, es ist einfach, wenn du dein Nest verlässt, um einfach die Welt zu sehen und irgendwie nicht weißt, was da kommt, aber es ist immer spannend und es ist so ein Abenteuer und es ist eine Sehnsucht dahinter und die ist unheimlich viel Freiheit. Ich fahre unheimlich gern Auto. Also lange Strecken, um irgendwie von A nach B zu kommen oder quer durch Amerika oder so. Also weil man da einfach irgendwie weg ist und irgendwie sich neu in jeder Situation auch wieder neu erfinden muss. Und ich weiß auch nicht, das hat damit zu tun. Das ist aber jetzt hier in dem Fall oder bei meinem Film davor, dass das ein Roadmovie wurde, das eigentlich war eigentlich gar nicht so geplant. Also es gibt jetzt nicht wirklich für mich das Genre Roadmovie, ist halt so passiert. Das irritiert mich jetzt doch ein bisschen, weil du ja erzählt hast, was vor 30 Jahren geschehen ist mit diesem Mofa, dass es sich vor mich aufdrängt. Nee, der Film davor, bei man dem Film, ja, dass das ein Roadmovie wird, war klar. Ja, bei dem, ja, bei genau, dem davor, bei der Ella war das. Simpel war das davor. Ach ja, klar, waren aber auch unterwegs, ja, ist viel. Ja, da waren die halt auch pausenlos unterwegs und da waren es auch Brüder und jetzt sind es wieder Brüder. I don't know why it happens. Ja. Ja, also es gibt jetzt nicht bestimmte Gründe, es gibt einfach diese Sehnsucht. Ich bin einfach wahnsinnig gerne in Bewegung wahrscheinlich. Ne? Also das ist einfach was, das hat was mit mir persönlich zu tun und das hat was mit einer Sehnsucht nach dem, was um die Ecke kommt, zu tun. Also wenn ich zum Beispiel am Berg, ich bin unheimlich gerne am Berg und da muss immer noch um die nächste Kurve nochmal rumgegangen werden, um auch wirklich sicher zu sein, dass es da nicht doch noch besser ist. Und wenn dann noch eine Kurve kommt, dann gehe ich halt noch ein Stück. Und so suchen wir teilweise auch unsere Urlaubsdestinationen. Ne? Ja? Also da sitzt die Katja, deswegen sei das. Katja, ist das so, ja? Ja, schön. Katja, ja, wir wollen noch so ein bisschen auch das erweitern, das Feld jederzeit. Aber du, Kritiker und Kritikerinnen sind unendlich dankbar dafür, wenn so immer wieder Themen bei bestimmten Künstlern auftauchen. Das gibt uns das Gefühl von Scharfsinn, wenn wir das dann so entdecken und sagen können, boah, schon die Filme davor. Da gibt's ja nichts zu entdecken. Vielen Dank. Naja, mit den Brüdern und so, ist schon danke. Ist schon okay. Ja, es ist ja nicht wirklich scharfsinnig, das dann rauszufinden. Wie war es bei dir, Aaron? Ich habe auch so überlegt, der Film, wir haben ja auch die Kinderfilm-Nominierungen. Wir haben keine Jugendfilm in dem Sinne. Kinder- und Jugendfilm könnte man ja auch machen und sagen, das wäre so ein Film, der ein ganz bestimmtes Publikum bedient. Da wir einen vernünftigen Hip-Hop drin haben, haben wir auch eine FSK 12. Also wir hätten die Kinderjury, glaube ich, zur Hälfte rausschicken müssen. Deswegen, außerdem würde ich, also ich habe, also wir, dann ist FSK 12, ja. Ja. Verpiss dich in die Küche, du hässliche Fotze. Das ist das. Das reicht für 12. Und das ist gleich noch eine nette. Oder ich schneide deinen Schwanz ab, das ist Gleichberechtigung, haben wir noch. Ja, da sind schon ein paar. Sonst ist es nicht echt. Ja, ja, so, also das, ja, wir sind schon Gangster. Also wir haben uns halt einfach gute, also es ging halt darum, authentisch zu sein. Und also ich habe auch, also ich habe den Film nie als Jugendfilm gesehen. Für mich ist es ein Film über die erste große Liebe. Also klar, wir haben jetzt über die Trailer von gesprochen. Natürlich sucht man sich dann Zielpublikum, wo setzt man an. Aber für uns war das ein Liebesfilm und ein Film über die erste große Liebe. Und ich habe mit den Kids damals mir das Movimento gemietet und haben zusammen Romeo und Julia angeschaut, die Baz Luhrmann-Verfilmung. Ja, die ist fantastisch. Also ich finde auch, ich habe das damals gesagt, da haben sie gesagt, die haben wir in der Schule schon gesehen, war ich richtig sauer, weil ich finde, der Film ist für die Schule maximal überqualifiziert. Als der Film dann rauskommt, wie kann man das machen und Romeo und Julia als Actionfilm,
Und jetzt hängen sich da alle ran, aber das ist ein ganz, ganz großer Film. Und ich glaube, gerade für junge Menschen, auch Schauspieler, wie lebendig da gespielt wird, das fand ich, das hat mich begeistert und den Mut wollte ich da mitgeben, dass man keine Angst haben muss zu spielen. Und dass ich immer gesagt habe, das ist ein Liebesfilm. Der Witz steht drin, können wir uns darauf verlassen, wir konzentrieren uns aufs Herz, genau. Und so hat es dann eben auch funktioniert. Es ist auch ein Film darüber, wie schwer es ist, gerade mein Junges, sich selbst anzunehmen, so wie man ist, mit oder ohne Nase, ist ja dann auch egal. Es kann immer auch was ganz anderes auch sein, was einen nervt. Und ich denke, auch das haben junge Leute, glaube ich, ganz gut aufgefasst, weil sie genau wissen, dieser Blick im Spiegel ist gerade in der Zeit immer ein unzufriedener Blick. Ja, ich glaube, dass es auch immer härter wird. Also gerade mit Instagram und Facebook, also das ist ein hartes Feld. Also ich glaube, das war ja fast noch soft zu unserer Zeit. Klar hat man da auch immer, also ich glaube ehrlich gesagt, jeder von uns, gell, ist ab und zu eitel. Also beim Foto vorhin wolltest du dich ja auch nicht da vorne setzen. Also, sag nicht warum. Nee, sag ich auf keinen Fall. Ich bin ja ganz diskret. Aber ich glaube... Also ich glaube, man behält so eine gewisse Eitelkeit behält jeder wahrscheinlich für sich auch bei, wenn wir uns ehrlich hinterfragen. Aber ich glaube, in diesem pubertierenden Alter ist es schon brutal und ich glaube, es ist in der heutigen Zeit wirklich heftig. Also es gibt immer hier so ein Gruppenbild, das wird unheimlich professionell inszeniert, es dauert länger als diese kleine Talkrunde hier. Und, besprechen wir das jetzt noch weiter, oder was? Das Foto, naja, das fand ich schon ein schönes Stichwort. Ich muss den Leuten ja erklären, damit sie sich nicht ausgeschlossen fühlen. Mehr nicht, nur dass dieses Riesengruppenfoto, dass das lange dauert. Es ging um meine Oberschenkel, weil es auch jemand wissen will. Sehr schön. Ja, ja. Jetzt redet noch jemand von Eitelkeit, wenn man das so ausspricht. Es ging auch nur ums Sitzen, im Stehen war alles super. Okay, Schluss, aus, jetzt. Keine Probleme bei Caroline. Zurück zu dem Film. Du hast mit einem Kinderdarsteller, das ist eigentlich mal ein komisches Wort, finde ich, weil ein Kinderdarsteller heißt ja irgendwie, dass jemand ein Kind darstellt. Dabei ist es ja eigentlich ein Kind, aber es ist nun mal so üblich gearbeitet. Und zwar ein hinreißender Typ, super, natürlich klasse. Aber das sind extreme Herausforderungen, stelle ich mir vor. Also Arbeitszeit zum Beispiel, ne, glaube ich, gibt es strikte Vorschriften, aber eben auch die Arbeit mit so einem Kind. Ich glaube, es ist auch seine erste Rolle, oder? Hatte er schon mal was gemacht? Ja, das finde ich ja immer toll, wenn die Kinder noch nichts gemacht haben. Also das ist ja immer so, dass die dann noch überhaupt nicht wissen, wie sie wirken und haben auch keine Meinung dazu. Und wenn sie dann schon mal einen Film gedreht haben, ist es ja alles wieder ganz anders. Dann haben sie schon gesehen, wenn ich das mache, lachen die Leute. Von hinten sehe ich komisch aus. So oder so wirke ich charmant, haha. Und dann ist ja schon alles wieder ein bisschen anders. Aber der Julius war tatsächlich ein völlig unbeschriebenes Blatt. Der hat mir bedingungslos geglaubt. Das ist natürlich auch schön, wenn man mit Schauspielern arbeitet, ist es ja manchmal auch durchaus ein Gespräch oder ein Diskurs oder ein Streit oder Dialog oder was auch immer. Mit einem Kind kannst du tatsächlich natürlich anders sprechen. Der sagt, okay, Caroline, mach ich. Dem war nichts unangenehm. Das war wahrscheinlich sein größtes Talent, dass er keinerlei Befangenheit hat vor der Kamera. Dass er auch mit seinem kleinen Bäuchlein und dem Unterhemd da vor der Kamera steht. Ja, also was ist jetzt? Was soll ich jetzt machen? Soll ich es nochmal machen? Okay, mache ich es nochmal. Also er war so easy, dass man da natürlich so ein ganzes Paket Charme und Unschuld vor sich hat, mit dem man dann so wunderbar arbeiten kann. Und mit Kindern zu arbeiten, finden manche Leute anstrengend. Mir liegt das halt. Ich mache das gerne. Ich finde das schön. Und die Arbeitszeiten sind in Deutschland allerdings tatsächlich problematisch. Gerade in Nordrhein-Westfalen hatten wir da so eine etwas strenge Dame vom Jugendamt dabei, permanent mit Stoppuhr, die geguckt hat, wenn ich mit ihm spreche, beginnt die Arbeitszeit. Und nach 5 Stunden fällt der Hammer. Und das ist natürlich bei so einer Hauptrolle, der Julius ist ja wirklich in jeder Szene drin gewesen. Das ist natürlich schon krass. Also da wird man manchmal, dann mussten dann die armen Schauspieler, wie die tolle Luise zum Beispiel, die wahrscheinlich die komplexeste Rolle hatte in dem Film, weil sie eine depressive junge Frau spielen musste. Und die musste dann eben sehr oft mit einem Double spielen. Und dieses Double war ein bisschen weniger begabt als der Julius. Und das war dann manchmal für Luise schon hart, wenn sie da so einen hat, der kaum den Text kann und der da sitzt auf dem Stuhl und das nur anspielt. Und sie muss dann da in die Tiefe ihrer Seele hineintauchen. Das war dann schon manchmal ein bisschen schwierig. Aber ansonsten liebe ich die Arbeit mit Kindern. Ich finde das wunderschön. Wenn die Eltern der Kinder nicht dabei sind, dann ist es noch besser.
Ja, die Eltern waren sehr angenehm, aber ich habe auch immer trotzdem immer irgendwie, sage ich immer, Eltern bitte nicht am Drehort. Ich finde es schön, wenn sie abends kommen und ihr Kind in Empfang nehmen, aber nicht am Drehort daneben stehen und womöglich mir helfen wollen. Jetzt mach doch mal, was die Caroline sagt. Oder das ist ja ganz furchtbar. Ja. Es gab ja nochmal Osten, aber dann ist wirklich Schluss. Ein ungeschriebenes Gesetz bei der DEFA, Kinder dürfen nur einmal eine Hauptrolle spielen. Das wurde auch eingehalten. Kinder haben also in der Regel wirklich nur einmal gespielt, auch aus künstlerischen Gründen. Schlau, ja? Schlau. Nicht nur um die zu schützen, genau aus dem Grund, was du sagst. Sie bieten dann irgendwann an. Beim zweiten Mal wird angeboten. Beim ersten Mal ist es oder authentisch. Oder es ist dann so wie in Amerika oder in anderen Ländern, wo Kinder dann tatsächlich Schauspielunterricht nehmen und dann tatsächlich kleine Profis sind, die dann auch tolle Sachen machen. Aber diese Phase 1 ist mir die sympathischste, diese völlige Unbedarftheit. Die ist toll. Also ich kann mir Ihnen auch keine anderen Rolle vorstellen, aber es wird schon was geben. Nee, gerne. Gerne, Christian. Ich erinnere mich gerade an so einen Film, den wir damals gesehen haben, als ich 14 war oder 15, im Kino unterm Hallenbad. Und da war ein Film von Reinhard Hauff, der Hauptdarsteller. Ja? Habt ihr den damals in München auch gesehen? Von Reinhard Hauff, der Hauptdarsteller? Da fahren die, so, beim Drehen die mit so einem Kind, so einem 13-, 14-Jährigen. Und danach fahren die aber alle weg. Ja, das Kind ist 6, 7 Wochen, wird es angezogen, es bekommt Essen, es bekommt auch Liebe, ja, manchmal auch nur so eine Liebe, die nicht ernst gemeint ist, ja, damit er irgendwas macht oder sowas. Und dann sind die alle weg und er fällt in ein Loch rein und dann fährt der Regisseur, glaube ich, in dem Film nochmal zurück, um sich um den zu kümmern. Ich glaube, der tötet dann den Regisseur, wenn ich mich recht erinnere. Ja, oder ist irgendwas, das ist aber ein sehr, sehr guter Film, der im Grunde genommen davon erzählt. Ja, weil das ist das Härteste. Ich finde mich gerade den Weg, den die Amerikaner machen, diese Jungen mit den Drew Barrymore und was weiß ich, dass die nachher eine Ausbildung bekommen, ne? und einen Schutz bekommen, wie alle Schauspieler. Das sind nicht nur Kinder, auch sogenannte Laien. Ja? Ich finde es richtig, dass die Schauspielausbildung ist auch eine Ausbildung, um sich zu schützen, ja? Und sich wiederholbar zu machen, etwas zu erlernen, aber nicht komplett ausgesetzt zu sein und penetriert zu werden in seiner Unschuld. Ja? Und das, was ich da in den Ausschnitten gesehen habe, eure beiden Filme gesehen, nein, habe ich nicht gesehen, aber ich bin großer Fan von Habe Kerkeling und die Ausschnitte sahen sehr, sehr schön aus. Und der Junge, ich glaube, dass der wahnsinnigen Spaß gehabt hat. Der hatte auch nicht immer Spaß, natürlich. Das ist schon anstrengend, aber und es ist natürlich auch unangenehm gewesen, gerade die Szenen, wenn es der Mutter schlecht geht und wenn sie sich das Leben nimmt, das ist nicht lustig. Und da musste der Julius dann zur Kompensation auch immer unheimlichen Quatsch machen, während Luise dann da im Bett sterbend liegt und er dann, könnt ihr das, wer kann das? Weil der musste einfach Quatsch machen, um sich irgendwie sozusagen zwischendrin mal irgendwie Leichtigkeit und Erleichterung zu verschaffen sozusagen. Und dann war es mir auch immer ganz wichtig, dass ich ihn dann nicht so doll in das tiefe Tal, in den tiefen Abgrund des Leidens immer hineinzwinge, sondern dass wir auch ganz äußerlich gearbeitet haben. Also welche Position nimmst du ein in dem Bett, wenn du Angst hast? Und dann haben wir das ganz äußerlich hergestellt. Ich habe nicht von ihm verlangt, dass er in diesem Moment womöglich sich vorstellt, dass seine eigene Mutter im Sterben liegt oder sowas, sondern dann findet man eine Position, dann kriegt er natürlich Hilfe mit Make-up und so und dann müssen wir zusammen in einer gewissen Konzentration den Moment äußerlich herstellen, weil das war viel zu schwierig in dieser Balance zwischen extrem lustig sein müssen und dann auch sehr traurig sein müssen, da dann sonst, also das überhaupt herstellen zu können, wenn man dann immer sagt, am nächsten Drehtag wieder, es geht ganz finster ins tiefste Tal. Aber der Julius konnte, und das ist auch was ich bei Schauspielern sehr zu schätzen weiß, was Kinder manchmal können, die können so gut gucken, der kann so gut gucken. Wenn ich ihm sage, du siehst auf den Sarg und dein Blick ist ganz leer, zu einem kleinen 9-jährigen Junge, ja, du guckst einfach nur auf den Sarg und denkst an nichts, an Wasser oder an Luft. Du guckst einfach und dann kann der das. Und das fand ich so toll. Und da bin ich auch immer Schauspielern sehr dankbar, wenn sie einfach mal nur nichts machen können. Wenn sie tatsächlich nur in diesem Moment bei sich sind total Gedanken verloren. Das ist eine ganz große Qualität, weil die meisten spielen ja dann doch irgendwas und das ist dann schon wieder viel zu viel. Und Kinder, die können, der kann das vergessen, dass da 20 Leute um ihn rumstehen und ihn dabei filmen, wie er nichts macht. Und das ist wirklich viel. Das hat mir Nadja Ulmer gesagt, weil ich nie vergessen, das Schwerste beim Schauspielen ist, einen Blick des anderen auszuhalten. Also das findet sie nach wie vor am allerschwersten, wenn dich jemand anschaut oder anspricht, das auszuhalten. Nicht? Aber was interessantes Thema übrigens, sollten wir mal extra so machen, finde ich. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Deine kleinen Darsteller sind überhaupt keine Kinder, das sind Jugendliche und die haben auch schon zum Teil sehr viel gemacht. Na, Aaron hatte auch schon eine Filmografie, so, die ist nicht. Also ist das jetzt gut gewesen, dass die schon Erfahrung hatten oder? Wir sind ja keine Kinder.
Nein, keine Kinder, aber junge Leute müssen ja auch frisch um und da wirken. Das machen sie auch. Also nicht abgespielt. Von der Arbeit her ist es das Schönste gewesen, was mir je passiert ist, muss ich sagen, weil die Kids keine Angst hatten und so sich so haben fallen lassen, auch in die Emotionen und das gar nicht hundertmal durchleuchtet haben und hinterfragt haben, sondern also wie ihr das habt geschehen lassen, Aaron, also es begeistert mich bis heute. Also es gibt, also meine Lieblingsszene in dem Film ist sicherlich auch diese Schlussszene, ohne jetzt spoilern zu wollen, wo sich beide offenbaren und da saßen alle in der Totalen schon in der Gänsehaut da und meine Script Continuity fing an zu weinen und das ist so wirklich außergewöhnlich, wo ich dachte, mein Gott, also so, weiß gar nicht, ob ich jemals wieder sowas Fantastisches vor die Linse kriege, was natürlich auch Quatsch ist, weil ich schon mit so fantastischen Schauspielern gedreht habe, die auch einfach atemberaubend sind, wo du davor stehst und es für ein Wunder hältst, was da passiert. Aber das mit diesen Jugendlichen, das war, ist jetzt auch komisch, wenn der Aaron da sitzt, weil jetzt sitzen da die Erwachsenen und reden drüber, aber es hat mir wahnsinnig viel bedeutet. Es war schon nochmal, du hast nochmal eine andere Verantwortung diesen jungen Menschen gegenüber als einem erwachsenen Schauspieler, so wie Christian sagt, die haben einen Schutz und dass man immer versucht, das Gespür zu halten, dass sie sich beschützt fühlen, dann in diesem Fall von mir und trotzdem eben keine Angst haben, sich fallen zu lassen. Und das war unglaublich schön. Und ich glaube, deswegen ist es auch so eine Liebesgeschichte mit den Kindern, dass ich die einfach so gerne habe. Ich glaube, es ist eben mit Kindern und Jugendlichen keine intellektuelle Beziehung, sondern eine sehr emotionale. Und so, wie ich dich gesehen habe auf der Bühne beim Bayerischen Filmpreis mit deinen beiden, du bist halt der Buddy von denen, gell? Und ich bin von meinen kleinen Stöpkes, glaube ich, auch immer nicht der Freund, aber so eine Mama. Ich habe die lieb, aber ich bin auch streng, das ziehen wir jetzt durch, aber gleichzeitig auch wahnsinnig viel echte Zuneigung. Und die geht auch übers Drehende hinweg. Ich war neulich gerade eine Pizza essen mit meinem Pünktchen, die ist jetzt 31, die war damals auch 9. Ich habe sie wirklich lieb, diese Kinder, die mit mir durch so eine Reise gehen. Und zu denen habe ich auch noch lange Kontakt immer. Also Aaron kann natürlich jederzeit widersprechen, aber wenn du das Gefühl hast, alles hier Schmus und so Zeug, es war die Härte, er hat uns nur zusammengestaucht jeden Tag und jetzt schöne Sprüche machen. Also wenn dir so ist, jederzeit natürlich. Von den Kindern und Jugendlichen, lass uns gleich beim Schauspiel noch bleiben. Tatsächlich zu den Erwachsenen, das sind andere Herausforderungen, zum Beispiel mit zwei so wunderbaren Schauspielern zu arbeiten, wie du es gemacht hast, die aber, könnte ich mir vorstellen, eben auch aus unterschiedlichen Traditionen kommen. Also aus unterschiedlichen, vielleicht auch Schulen. Meinst du Schauspielschulen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ja, auf jeden Fall. Bjarne ist ja Hamburg und Lars ist ja auf jeden Fall hier und ist ja eigentlich unheimlich Theater und macht jetzt so seine eigene Marke. Ihr wisst, was ich meine. Also ist ganz toll, ne? Ich finde es so. Und nee, was da einfach war, wir haben das Buch gehabt und Bjarne hatten wir schon irgendwie so beim Lesen, war irgendwie klar, das wäre eigentlich ziemlich cool. Und dann haben wir das aber der Nina Hauen, unserer Casterin, gegeben. Und die Nina hat einfach nur ein Blatt hingelegt. Und das war Bjarne und Lars. Ja. Und dann, das war erstmal sehr interessant. Und dann sehen die, wenn du es dann angeguckt hast, die hatten beide irgendwie auch tatsächlich ähnliche Augenpaare. Also auch wenn die ganz unterschiedlich sind. Also, und waren dann irgendwie so Brüder. Und dann waren wir total begeistert sofort, weil Bjarne tatsächlich sehr ähnlich dem Georg ist. Ja, der ist so in sich und ist sauer, also ein bisschen gewesen, also nicht, ist er nicht der Bjarne, aber dieser Georg, ne, also der bleibt ja zurück und hat sich um alles gekümmert und ist so ein bisschen im Opfer und dann kommt dieser andere Typ und eben da ist Lars, so kannte ich ihn gar nicht, also ich hatte ihn noch nie so wahrgenommen, außer einmal beim Filmpreis, als er DJ gemacht hat. Dass er eben so ein outgoing Typ ist, ne, und dass er so freudvoll ist, ne, und so aus sich rausgeht und so ist dieser Christian auch, der irgendwo aus der Welt zurückkommt, um da seinen Bruder wieder zu treffen, weil der Vater gestorben ist und die zwei sich aber nicht mehr riechen können eigentlich, ne. Und das war ein Traum und als wir die zwei dann hatten und wir haben dann zusammen als erstes Mal Tischtennis gespielt, weil in dem Film wird unheimlich viel Tischtennis gespielt, weil die Schneider-Brüder, also Bjarne und Lars, schon als Kinder Champions waren und dann eben, das zieht sich durch und die haben uns auch dann erstmal, die waren auch beide so typische Brüder,
Ne? Also die waren sofort super, also die fanden sich gegenseitig irre gut, ne? Und wollten dem anderen sofort beweisen, ne, wer jetzt hier auf jeden Fall mal besser Tischtennis spielen kann. Und wir, Olli und ich, wir waren auf der anderen Seite und so doppelt gespielt und wir dachten eigentlich, dass wir beide sehr gute Tischtennisspieler sind und dass wir die da jetzt, und dass wir erstmal freundlich spielen. So, ne? Aber die haben uns so dermaßen abgezogen, die zwei, also bei diesem ersten Treffen, es war sehr lustig. Und dann war es aber ganz toll, weil die hatten mit sich natürlich, also die hatten diese, die haben einfach so eine ganz tolle Energie miteinander, eine Synergie. Ne? Und als wir die zwei fest hatten und die Bock hatten, kam die Nina dann, also die Casterin noch mit so einer Idee, wie wär's denn mit Franka? Franka? Was meinst du, Franka? Ja, Franka. Franka ist auch, das wäre ganz toll für die Ute und so. Echt, meinst du wirklich? Und so. Und dann haben wir halt Franka gefragt und dann kam Bjarne noch, du, die Sandra hat mir gerade erzählt, sie wird jetzt mal nicht mehr eine ganz große, sie wird gerne mal was Kleineres spielen und so. Und so haben wir diesen Cast irgendwie zusammen und wenn einer irgendwie will und wenn die Leute miteinander Bock haben, dann kriegst du plötzlich so einen wahnsinnig tollen Cast zusammen. Und irgendwie haben sie auch alle richtig gut reingepasst. Ne? Und das war eine tolle Herausforderung, hat irre viel Spaß gemacht. Euer Cast, Wolfgang, ist natürlich ganz winzig. Das ist eigentlich vor allem eben Susanne Wolf, was auf eine andere Weise wieder eine Riesenherausforderung ist. Sie ist eine erfahrene Theaterschauspielerin. Also sowas zu stemmen wie ein Monolog über lange Zeit ist für sie vielleicht gar nicht so schwer, wie es uns erscheinen mag, oder? Nee, das war schon sehr, sehr schwierig. Also auch jetzt, was das Casting anbelangt. Wir hatten auch ein größeres europäisches Casting veranstaltet und haben nach der idealen Besetzung gesucht und die Herausforderungen für so eine Rolle sind ja auch ziemlich massiv. Also Susanne Wolf musste ja dann auch real segeln und das war ja schon mal so die Grundvoraussetzung, dass man da die geeignete Partnerin für diesen Film bekommt. Und dann kamen wir eben zurück zu Susanne Wolf. Sie hatte einen kleinen Segelschein und war schon mal so ein bisschen erfahren mit dem Meer, aber nie so richtig alleine draußen. Und dann ging halt die ganze Probezeit los. Wir waren da mit professionellen Skippern in der Nordsee, im Sturm und sie musste dann das Schiff steuern. Und auf der anderen Seite musste sie dann Notärztin werden und sie war wirklich mit echten Notärzten in der Ambulanz, konnte beobachten, wie Notärzte ihre Opfer versorgen und wie sie ansprechen. Und dann beim Spiel ist es natürlich, wenn man ganz alleine ist auf dem Boot, also man keinen Antagonisten hat und keine Sprache und jedes Frame diese Figur beobachtet. Und wir wollten ja auch nicht diese Performance manipulieren von ihr. Also es sollte so ein Tanz sein auf dem Boot und ihr Körper setzt den Schnitt und nicht wir. Und dass man wirklich glaubt, diese Frau beherrscht diese Welt. Und das war der eine Prozess und dann natürlich auch der andere, wer kann da jetzt noch mitmachen bei dem Film? Weil alle Figuren im Film, wir haben nicht mit Statisten gearbeitet, die kommen aus ihren realen Berufen. So am Anfang, die Feuerwehrkräfte waren echte Feuerwehrkräfte, das Rettungsteam war ein echtes Rettungsteam. Die Soldaten auf dem Coast Guard Schiff waren Soldaten von der maltesischen Armee, die tatsächlich diese Rettungseinsätze fahren. Und die Menschen auf dem Boot, auf dem das dann sinkt, waren Menschen, die gefährliche Überfahrt gemacht haben. Und wir wollten von allen Perspektiven auf diese Thematik schauen und mit allen Partnern diesen Film gestalten. Und dann war natürlich die größte Frage, wo findet man die zweite Hauptfigur, Kingsley? Und für mich war das bizarr oder kam nicht in Frage, in Berlin oder irgendwo in Europa nach diesem Jungen zu suchen. Und ich war bei einem Essen bei Tom Tykwer mal und die haben diese Vereinigung, den Verein gegründet, One Fine Day in Nairobi, in Kibera, in einem der größten Slums in Afrika. Und diese Schule, dieser Verein One Fine Day unterhält eben Schulen, wo Kinder aus den Slums ihre Kreativität ausleben können. Oder da gibt es Tanzklassen, Musikklassen, Akrobatikklassen. Es gibt einen Spielplatz, weil es gibt keine öffentlichen Plätze in dieser Stadt. Und das ist der einzige Punkt, wo sie spielen können. Und dann bin ich mit Susanne Wolf dahin gefahren und wir haben ein Casting veranstaltet und Gideon gefunden. Und Gideon war noch nie irgendwie außerhalb von Kenia, irgendwo. Er war noch nie im Meer, er konnte nicht schwimmen und wir haben mit ihm schwimmen trainiert und er hat diese wahnsinnige Reise mit uns gemacht
Und das war ein sehr prägendes Erlebnis für uns alle, mit ihm diesen Film zu gestalten. Und was jetzt nach dem Film passiert ist, jetzt hat er 2 Castings in 2 Hollywood-Filmen gehabt, hat jetzt gerade die Hauptrolle in einem spanischen Film gespielt, und wir wollten diesen Brückenschlag zwischen Afrika und Europa auch mit dem Film gestalten. Es geht jetzt nicht nur, einen unterhaltsamen Film zu machen, sondern es ging uns alle im Team auch um diese Haltung. Und das ist halt unser Beispiel, dass das klappen kann, dass man diesen Brückenschlag auch machen kann. Und wenn man es mit einem Film machen kann, dann ist es wahrscheinlich auch auf anderen Ebenen möglich. Und dafür wollen wir auch im Team plädieren. Also aus dieser Initiative sind auch schon schöne Filme hervorgegangen, One Fine Day, also von Tom Tykwer und seiner Frau, und diese ganzen Initiative, die wirklich schön Kreativität mit hervorbringen. Wir sind sehr gespannt dann auf die Oscar-Rede von ihm. Wenn er irgendwann mal einen Oscar bekommt, dann wird er sich an dich erinnern, Wolfgang, und wird sagen, der Mann aus Österreich hat mich entdeckt. Das wäre ein schöner Triumph. Leider, du kannst natürlich jetzt zur Besetzung schwer was sagen, klar, bei Alexander, aber mal so eine Frage, ich habe das oft gehört von Drehbuchautoren und Autorinnen natürlich. Das ist natürlich ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man dann einen guten oder einen sehr guten Schauspieler, Schauspielerin hört mit den eigenen Texten, die du dir nur wirklich in so vielen Jahren ausgedacht hast. Vielleicht hat sich sogar noch was verändert beim Drehen. Gab es da nochmal Veränderungen oder war es im Wesentlichen so der Dialog? Wurde eher also, eher noch was weggelassen? Mhm. So? Ja, weil ich immer ein bisschen lang bin. Nein, jetzt hier bei Gundermann war es tatsächlich so, ich habe ja, wie gesagt, eben 10-12 Jahre dran gearbeitet, also plus Recherche eben, ja. Und normalerweise bin ich dann doch hin und wieder mal am Set, weil die Regisseure so freundlich sind, mich einzuladen. Und aber in dem Fall war ich nur einmal da. Ich war, also das war so eine lange und intensive Zeit der Beschäftigung mit dem Stoff, dass ich, als es dann tatsächlich an die Verfilmung ging, da riss wie so ein Loch auf, und ich war auf alles und alle eifersüchtig, die jetzt mit meinem Baby umgehen durften, und hab mir das dann nicht, hab das dann vermieden, ja, so, und war dann eher wieder am Schneidetisch. Und wie findest du sozusagen den Ton, den Alexander hier anschlägt? Was ist ein ganz wichtiger Punkt? Ist das nicht mal direkt ein Dialekt, ne? Oder so dieses Lausitz? Ja, na, das ist natürlich wirklich toll, dass er dieses Lausitzer ist, ja, sozusagen eine Mischung aus Berlinern und Sächsisch. Man denkt gar nicht, dass es sowas gibt, aber tatsächlich hatte das irgendwie, ja, das, also ja, das, der Ton, also der Dialekt natürlich, ja, den hat er toll hingekriegt. Nein, was mich wirklich überrascht hat, er ist ja doch, sagen wir mal, gut aussehender Mann, Alexander, so für sich, und die Maske ist ja jetzt eher unfreundlicher zu ihm, ja, so, also er kriegt diese Zähne, er kriegt so eine Nase, er kriegt die dicke Brille, und das. Hör dir das an, Aaron, ne? Es kann viel schlimmer kommen. Immer. Und dass du dich am Ende, also mir ging es jedenfalls so, und ich meine, ich bin die Autorin, ich habe ja dann schon eigentlich auch noch einen Abstand dazu, ja, dass du dich am Ende tatsächlich in ihn verknallst, ja, so in ihn, wie er den Gundermann gibt, und denkst, ja, was, wow, er ist nicht angenehm, aber was für ein toller Typ, ja. Also das finde ich doch erstaunlich, und nee, es ging mir nicht nur alleine so. Ich weiß, bei unseren Filmtouren hatte er immer so eine Traube um sich rum. Also meine Altersgruppe jetzt, mit der er nicht so viel anfangen konnte, aber. Er ist nominiert eben auch für den Deutschen Filmpreis als bester Darsteller, nicht? Und die Maske nicht auch? Ja, die Maske auch. Ne? 10, wir haben. Ja, 10. Bei 10 kann man sagen, fast alles ist irgendwie. Unsere Brigadefeier, auf jeden Fall, was auch immer passiert. Auf jeden Fall, die Runde. Christian, noch eine Frage, die natürlich auch zu tun hat mit dem Film von Wolfgang, wo ja die Aktualität sich sozusagen von selbst herstellt, ist ganz klar. Also niemand wird darüber nachdenken, wie aktuell ist dein Film. Dein Film ist ja in so einer Zeitlosigkeit angesiedelt. Nicht, teilweise auch sehr irritierend. Nicht? Es gibt keine Handys, aber es gibt wiederum ziemlich moderne Polizeiautos und so. Also es ist sozusagen so ein Zwischenreich. Warum hast du das sozusagen, diese Schwebe gepackt? Na, weil wir ja in der Schwebe sind. Ja, so ganz einfach politisch gesagt ist das, dass die Überlebenden, ja, von 1940, 42, Marseille, Pyrenäen, die Nicht-Überlebenden auch, den Benjamin, dass die im Grunde genommen das Grundgesetz geschrieben haben. Und der Asylparagraf ist basiert auf deren Erfahrungen. Und der wird gerade, ist der schon bis zur Unkenntlichkeit eingeschränkt. Und jetzt endgültig vernichtet, und so gibt es eine Korrespondenz. Ich wollte aber das nicht so groß machen. Ich hatte
ich kann auch nicht aus der Sicht von Flüchtlingen erzählen, weil ich keiner bin und keine Ahnung davon habe. Ich bin Mitteleuropäer. Ich kann nur über unsere Geschichte erzählen. Ich hatte auch bei den Schauspielern, wir hatten auch gar nicht so viel politische Gespräche geführt, weil ich wollte das nicht. Ich mag nicht Themenfilme, muss man so mal sagen. Und wir hatten dann einen auf dem Hoteldach, wo wir alle gewohnt hatten, ein Kino gebaut, ja, wo wir immer, weil wir im Juni gedreht haben, bis 22:07 Uhr warten mussten, bis es dunkel genug war, um dort auf dem Hoteldach Filme zu sehen. Wir hatten Filme, New Hollywood Filme, und der erste war von Mike Nichols, die Reifeprüfung mit Dustin Hoffman und so. Die Schauspieler wunderten sich zuerst, warum ich den zeige. Und dann, Mike Nichols ist der Sohn, der Enkel von Gustav Landauer, Räterepublik, ja? 1938 mit den Eltern geflohen aus Berlin, der kommt hier in der Nähe des Alexanderplatzes, hat er seine Kindheit verbracht. Wir haben also eine Verbindung gehabt, auch mit kinematografisch, sage ich mal, mit dem Kino, was aus Deutschland verschwunden ist. Und der Hans Fromm, der Kameramann, nicht nominiert, Maske auch nicht, Kostüm auch nicht. Zweimal sind wir nominiert, auch nicht schlimm. Ja. Der Hans Fromm, wir haben uns dann mit den Schauspielern zusammen die Filme angeschaut, die in Hollywood entstanden sind, mit dem Berliner Licht, so wurde das in Hollywood genannt. Billy Wilder, Fritz Lang, Robert Siodmak. Ja. Die schwarze Serie ist eine Erfahrung, die was mit Exil, mit Flucht, mit zerstörtem Europa zu tun hat. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir die schwarze Serie in CinemaScope und annäherndem Technicolor realisieren. Es gab also immer eine Verbindung zwischen uns und der Zeit. Und zwar aber keine, wo ich sage, es gibt das, der Flüchtling, der nach Europa will heute, oder der Migrant, ja, der ist nicht derselbe wie Anna Segers, die mit Thomas Mann und was weiß ich in Marseille war. Das, die sind nicht identisch, aber sie korrespondieren miteinander. Die schreiben auch Sütterlin, glaube ich, ne? Die schreiben so, die Schrift ist... Ja, die haben eine sehr gute Schulausbildung alle gehabt, die deutschen Intellektuellen, ja. Die schreiben sehr, sehr schöne Handschriften. Und deine Figuren aber auch. Die Texte, wenn die Blätter ja, sind so. Ne? Ja, die haben ein paar Sachen, mussten sie lernen vorher. Da wir ja hier total unter uns sind, noch so ein paar Fragen, die wir sonst nicht stellen würden oder Dinge, die wir sonst nicht sagen würden. Gibt es eine Szene im Film, wo ihr jetzt wirklich sagen würdet, wie gesagt, die Abstimmung ist durch, würde ich gerne nochmal drehen? Gibt doch manchmal, man guckt das öfter und sagt, an der Stelle, würde ich gerne mal. Da lernt man ja auch was draus, und wir alle. Du kannst überlegen, welche du anders schreiben würdest. Vielleicht. Ja, also... Naja, klar. Mann, hey, die Frage, die ist schwierig. Also ist schwierig. Ehrlich gesagt nicht. Nö. Also wenn dann den Stunt irgendwie, weil der irgendwie schwierig war und irgendwie nicht so super ist, aber würde ich auch nicht nochmal drehen wollen, weil ich gar nicht wüsste, wie es besser. Also das war damals schon schwierig. Was ich auf gar keinen Fall nochmal drehen wollen würde, ist das Tischtennis. Ja, mit Wotan die Szene. Die Szene meine mit Wotan, genau. Super, weil den hast du vorhin gar nicht erwähnt. Jetzt wäre es super. Das Problem bei dem ganzen Ding war, dass ich das von, also wir mussten es wirklich erfinden. Ich musste jeden Schlag, also jeder Ballwechsel war gebordet. Also das war alles, geht von 1-0 bis, ich weiß gar nicht, wie wir sie gespielt haben, 10-9, das musste alles gebordet werden, ausgedacht. Und dann mussten die das aber auch spielen. Die haben es ja live gespielt. Ja. Das war krass. Weil du Wotan vorhin nicht erwähnt hast unter den meisterhaften Tennisspielern, da dachte ich schon, Tischtennisspieler. Kann das halt, meine ich, ja, kann er Wotan, vielleicht. Der hat das ja alles im Blut. Ja, Hammer, finde ich, wirklich großartig. Wäre auch interessant, das nochmal zu üben mit ihm, also wenn man besser Tischtennis spielen will, dann mit ihm, ja, bei dir die Frage. Ja, es kann auch durchaus münden, finde ich, in sowas, wo es besonders schwierig war, ist völlig okay, Markus. Ja, ja. Danke. Also ich bin da anders als du. Also bei mir gibt es immer was ich auf jeden Fall nochmal machen möchte. Andererseits finde ich dann den Aufwand so groß, alles nochmal herzustellen, dass ich denke, okay, das musst du halt einfach beim nächsten Mal besser machen. Aber es gibt, also ich glaube, es ist ja immer so, dass du Dinge machst, ohne dass du sagst, die Entscheidung war falsch. Aber mich würde schon eine andere Entscheidung schon auch nochmal interessieren, das so nochmal zu probieren. Also ich glaube auch 6 Regisseure, das gleiche Drehbuch, ich garantiere 6 völlig unterschiedliche Filme. Also es ist, mich würde schon reizen, das eine oder andere nochmal anders zu machen. Echt jetzt wirklich? Ja, also mach mal kurz auf, welche Szene würdest du denn jetzt nochmal machen wollen? Also weil das war ja die Frage. Also und wenn ich schon, danke. Danke, Markus, danke. Aber super. Sich selber drücken, aber nachfragen. Knallhart. Ich habe mich nicht gedrückt, ich habe doch gesagt... Bin ich jetzt noch schamiger, als über meine Kinder zu sprechen. Das ist dann unangenehm, auch weil ich will da jetzt auch, weißt du, ich will da auch niemandem Unrecht tun, dass ich mit einer Szene nicht zufrieden wäre. Ich glaube, man kann da jetzt nicht gut rauskommen, ohne
ohne jemanden auf die Füße zu treten. Aber ich als Regisseur finde, dass ich schon immer wieder ganz häufig fühle, ach, das würde ich gerne nochmal anders machen. Aber das Schöne ist auch, was jetzt durch diesen Film passiert ist, dass ich mir eigentlich keine Sorgen machen muss gerade, dass ich nicht wieder einen Film mache. Und dann denke ich, okay, probier's doch beim nächsten Mal nochmal anders. Und also das macht ja auch den Spaß aus, dass man, also finde ich, dass man immer wieder was sucht, was neu ist und nicht nochmal wiederholt. Ja. Bitte und du? Ich finde ja immer, im Schneideraum ist die Phase, wo man konfrontiert wird mit seinen ganzen Fehlern. Und im Schneideraum sitze ich vor dem Material und denke mir, meine Güte, jetzt müsste ich doch langsam mal was dazugelernt haben. Und da ich so selten drehe und immer nur alle 5 Jahre, mache ich die gleichen Fehler jedes Mal wieder. Und jedes Mal ist meine Cutterin oder mein Cutter da und sagt, wieso hast du denn da nicht noch eine von der Seite gedreht? Oder warum hast du denn nicht noch ein Close-up? Caroline, dreh doch mal ein bisschen mehr Einstellung. Mach doch mal ein bisschen das. Ich drehe auch noch so wie mit 35 mm, dass man manchmal nur ein Close-up für 2 Sätze dreht. Heutzutage macht das ja kein Mensch mehr so. Die Cutter sind immer völlig überrascht und sagen, warum drehst du nicht die ganze Szene im Close-up? Dann hast du alles, dann können wir da mal schneiden. Und ich mache immer die ganzen, weil ich dann auch denke, wieso soll ich die Schauspieler so strapazieren? Wieso müssen die alles 5-mal spielen? Emotionale Ergüsse in der Totalen, in der Halbtotalen, in der von da, von links, von oben, von unten. Ich finde es unfair. Ich will mich da immer konzentrieren. Auf jeden Fall, was ich sagen will, die Cutter sind die engsten Verbündeten. Die Cutter wissen, wie jämmerlich man eigentlich manchmal dreht und wie schlecht man Sachen dreht und wie glücklich man ist, wenn man dann mit deren Hilfe, Gott sei Dank, eine Lösung gefunden hat, wie die Szene halbwegs funktioniert. Und wenn Schauspieler wüssten, was Cutter mit ihnen machen und wie sehr sie auch wirklich, ich habe wirklich Schauspieler gehabt, die groß rauskommen sozusagen, die, und wo aber wirklich der Cutter ihnen den Arsch gerettet hat. Und das wissen oft Leute nicht. Es ist tatsächlich so, dass wir, die Patricia Rommel, meine Cutterin, mit der ich viele Sachen gemacht habe, die nimmt manchmal die erste Hälfte des Satzes aus dem ersten Take, die zweite Hälfte aus dem zweiten, die Sprache aus dem, das Bild aus dem und kombiniert das alles miteinander. Also wie gesagt, ich weiß jetzt keine Szene mehr, ich habe ja auch Amnesie, ich vergesse es dann immer, was ich ganz besonders schlecht gedreht habe. Aber im Schneideraum ist der Moment, wo ich mich manchmal wirklich schäme und Gott sei Dank ist man da mit dem Cutter allein. Ich muss tatsächlich... Also ich muss auch da total mit draufspringen. Also es ist mir auch ein totales Rätsel, wenn ich da so, schlagen wir mal einen Bogen zum Anfang, ein bisschen Akademie-Bashing. Also ich verstehe nicht, warum Editoren nicht für den besten Film abstimmen dürfen. Das sind die intelligentesten von uns. Die sind die, die alles sehen. Das sind die Dramaturgen. Also das ist tatsächlich etwas, was ich überhaupt nicht begreife. Nur als kleine Anregung, Herr Präsident. Nehmen wir damit. Und ihr habt auch bemerkt, wie korrekt Aaron Editoren gesagt hat. Ja, stimmt. Ich war indirekt, ich wollte jetzt nicht, aber. Ja, ich kann dem nur zustimmen, ne? Du hast völlig recht. Ich wusste das auch gar nicht, dass die nicht abstimmen können, die Editoren. Ne? Schon, aber nicht für bester Film. Ja, das müssen sie unbedingt, weil sie wissen wirklich sehr, sehr viel und sind auch, wenn man Glück hat, sehr loyale, fantastische Menschen, die eine kinematografische Ausbildung haben, von der sehr viele nur träumen. Und ich muss auch sagen, ich finde, die Fehler, die man macht, sind meistens auch wichtig für einen Film, weil sie auch das Publikum hineinschlüpfen lassen manchmal in den Film. Einer meiner Lieblingsfilme ist North by Northwest von Alfred Hitchcock. Und wenn man die Sauerbraten-Szene mit Cary Grant im Speisewagen sieht und weiß, dass Alfred Hitchcock ein Perfektionist ist, in dieser Szene stimmt nichts. Ja? Also die haben mal sind die Teller voll, mal leer, mal ist die Gabel oben, unten. Aber die Szene ist in ihrer Fehlerhaftigkeit schön und dadurch erzählt sie auch mehr von der Unsicherheit und der Liebe der beiden Protagonisten. Ja? Und man kann auch nur Hitchcocks Editorin sagen, die hat die Fehler mitgeschnitten, weil sie gesehen hat, dass das Gefühl, was zwischen der Yves-Marie Saint und dem Cary Grant entsteht, das Entscheidende war. Ich persönlich mache sehr viele Fehler, besonders ich habe fast aus allen Filmen, die ich gemacht habe, die ersten 8 Minuten rausgeschnitten. Die haben ja nie geklappt, das war auch ganz furchtbar jetzt hier bei, weil da ist man so aufgeregt und man will der ganzen Welt so zeigen, was man so drauf hat. Und dieses
sage ich mal, Machismo-Gefühl. Ich zitiere, ich habe hier eine Steadicam, was weiß ich, ne? Wir haben 40 Meter Fahrt und so. Was ich immer schön an Anfang lege, ist wirklich ein ekelhafter Quatsch, ja? Und wird spätestens von der Cutterin dann einfach mal rausgeschnitten und dann fängt der Film richtig an. Ja? Ich habe also, ich hatte mit der Nina Hoss bei Jella, hatten wir eine glaube ich, 200 Meter Schienenfahrt in Wittenberge am Bahnhof gemacht, weil ich den Film Marnie von Hitchcock zitieren wollte. Ich habe sowas Hässliches und Sinnloses noch nie in meinem Leben gedreht, wirklich. Ja. Okay, leider nicht. Ja, ich verstehe den Maler gut. Turner war das, glaube ich, ne, der immer wieder in die Museen gelaufen ist und dann und an seinen Bildern weitergemalt hat, ne, wo sie ausgestellt waren. Also mir geht das bis zum letzten Moment so. Ich versetze einfach, um immer weiterzuarbeiten, weil ich denke, das kann jetzt noch nicht der Schlusspunkt sein. Das muss noch besser werden, ja. So, bis es natürlich also diesen Moment gibt, wo das Buch gedreht wird, das ist klar, also wo du es wirklich aus der Hand gibst und wo dann nichts mehr zu machen ist, ja, weil das ist am nächsten Tag sozusagen dran, ne? Und das ist immer ein harter Moment für mich, weil da an der Stelle kommen meistens Kürzungen auf mich zu. Also ich bin, das habe ich ja vorhin schon gesagt, immer zu lang und das ist das würde ich zum Beispiel sehr gerne lernen, ja, so, aber ich mach's jetzt schon so lange und ich bin immer zu lang. Ich weiß auch nicht, was ich da noch, wie ich das noch ändern soll, ja, aber ich versuche beim nächsten Film wieder mein Bestes, um kürzer zu werden, ja, aber es ist ja mit Kürzungen ist es ja nicht getan, also es wird dann irgendwas rausgenommen, eben so dann, wenn es passiert ist, ja, alle sagen, ja, du, das ist, wir müssen hier, wir sind jetzt schon wieder auf 2,5 Stunden, das geht so nicht, oder 3 Stunden, wir müssen hier was rausnehmen, mach du mal einen Vorschlag, dann machst du einen Vorschlag und dann ist fehlt an einer Stelle was und man sieht es nicht im Eifer des Gefechts, ja. Also so gibt's in Gundermann eine Szene, die mir wirklich leid tut, weil sie könnte besser vorbereitet sein, sage ich mal, ja. Ich meine, willst du jetzt noch wissen, welche lieber? Eigentlich schon. Nee, sag dir nicht. Okay. Also drehen oder was nochmal drehen, fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Also ich würde das nicht, ich finde, es ist auch alles, was wir gedreht haben, eigentlich im Film gelandet und es gab auch keine Szenen, die nicht im Film waren. Und es war auf jeden Fall ein ganz großes Abenteuer, auf offenem Meer zu drehen und das irgendwie möglich machen. Und wenn man sich vorstellt, beim normalen Film kann man vielleicht 10, 15 Einstellungen am Tag drehen. Bei uns war es manchmal nur eine einzige. Und das waren halt dann schon Frustrationsmomente, wenn man sich anschaut, was man noch für Pensum hat und wie man das irgendwie machen kann. Und eben, und dann natürlich mit Benedikt, da hat man einen starken Partner und man muss geduldig werden und geduldig sein. Und das ist, glaube ich, das, was ich am meisten gelernt habe bei diesem Film, eben nicht zu verzweifeln und abwarten, weil manchmal musste man eben 2-3 Stunden warten, bis man diese Situation hat, dass man auch drehen konnte. Und diese Schwierigkeit auch, dass man den emotionalen Bogen der Hauptdarstellerin nicht stört und eben der Wunsch, so viel wie möglich chronologisch zu drehen und das nicht kaputt zu machen. Und dann hat man einen Regieassistenten neben sich, der schon den 40. Drehplan schreibt, weil es wieder nicht geklappt hat. Und das ist dann schon eine Annäherung und der Film entsteht dann quasi wirklich dann auch so vor Ort, obwohl alles, was im Film war, auch so geschrieben wurde. Aber das fand ich sehr reizvoll, das fand ich toll, weil das ist kein Konzept mehr. Dann man muss mit dem Meer diesen Film bestreiten und das Meer diktiert dir, was du machen kannst und nicht der Regisseur. Der Regisseur kann ein Team zusammenbringen und wird irgendwann unsichtbar bei dieser Arbeit. Und das mochte ich sehr, mit diesen ganzen Partnern, mit diesem grandiosen Team diesen Film zu machen. Und das war eine irrsinnige Bereicherung. Benedikt Neuenfels, meinst du, der Kameramann, oder auch nominiert. Auch also nominiert, ja. Genau. Und Mona Willi, natürlich Schnitt, auch nominiert und großartige Partnerin, großartige Mitstreiterin für so ein Werk, das war fantastisch.
Es tut jetzt Christian so ein bisschen weh, wenn man noch die ganzen anderen Nominierungen sagen, aber ist ja schön, die haben es auch verdient. Die haben es auch verdient. Ich kenne die alle nicht. Benedikt ist ein Freund von mir. Benedikt kennst du bestimmt. Also, wir haben die Zeit hier wirklich voll ausgekostet. Das musste auch sein, aus organisatorischen Gründen schon, wegen des Barbecues, weil das sonst nicht fertig ist. Gestern hast du ein Interview bei uns gegeben im Sender und hast so gesagt, und ich merkte schon das plötzlich erschrockene Zögern, Barbecue ist alles umsonst. Dann hast du gedacht, stimmt das wirklich nicht, dass ich nachher zahlen muss? Es ist wirklich umsonst, ne? Es ist wirklich umsonst, das ist großartig. Mir bleibt nur noch zu sagen, es ist jedem klar, dass schon die Nominierungen natürlich eine absolute Ehre sind, ist auch mit Geld verbunden natürlich, damit auch eine Förderung natürlich für die nächsten Projekte, auf die wir uns wahnsinnig freuen von euch, selbstverständlich. Naja, aber ihr wisst, es gibt ja auch die Verbindung und das können wir alles. Ihr könnt nachher sowieso in Ruhe noch diskutieren, du kannst sofort, ich wollte nur noch vorher etwas sagen, ich habe in der Schule immer die Leute nicht so richtig gemocht, die gesagt haben, wir sind noch nicht fertig, meine Lieben. Moment, wir sind noch nicht. Von dieser Runde hier haben wir alle umsonst. Ne. Wenn es also, um Geld geht, können wir alle sofort ja, ich merke schon. Richtige Diskussion. Ich, ja? Das ist hier, also kriegen wir 10%. Ich wollte hier zu so einer Abmoderation schreiten. Also nochmal ganz konkret nachher. Ganz konkret für dich, Caroline. In der Schule, die Leute, die immer behauptet haben, ich habe gar nichts gelernt und dann doch eine 1 geschrieben haben, das heißt, sie haben gelernt. Wer von euch gibt zu, dass er vorbereitet dahin gehen wird und letztlich doch eine Rede haben wird? Weil meistens sagen, ich habe mir gar nichts überlegt auf der Bühne und dann kommen die Namen da wie und also habt ihr, die Frage war, ob ihr euch was überlegt als eine Dankesrede. Natürlich. Ja? Potenziell? Naja, genau. Und das sagen alle so, oder? Nee, ich nicht, ich mache keine Rede. Nee? Ich bin noch mit den 10% beschäftigt. Und die anderen, bitte? Die Namen muss man haben. Und es kann ja jeden treffen. Es kann jeden treffen. Ja, natürlich. Aber es kann ja auch, es gibt ja auch noch andere Nominierungen. Und außerdem holen die Produzenten euch dann immer gern mit nach vorne. Ist auch logisch. Also auch das hätten wir jetzt noch organisiert. Wie das jetzt genau mit den 10% ist, halte ich mich mal jetzt raus. Das ist offenbar total vermintes Gelände. Mir bleibt nur euch sehr... Wolltest du dazu noch was sagen? Nee, ich wollte nicht dazu was sagen. Ich finde nur, ich war ein bisschen geschockt vorhin, dass so wenige Leute die Filme geguckt haben. Und alle. Ich würde wahnsinnig gerne nochmal anregen wollen, guckt sie, bevor ihr abstimmt. Deinen haben die meisten gesehen. Auf jeden Fall. Das ist völlig richtig. Nein, naja, natürlich. Vielen herzlichen Dank euch. Danke, Anna, und danke euch, dass ihr so viel Geduld hattet. Dankeschön. Wir wollen noch kurz was sagen. Markus, es gibt noch eine Rede. Es gibt noch eine Abschiedsrede. Es gibt keine Abschiedsrede. Es gibt einfach noch mal ein Dankeschön an ein wirklich großartiges Panel. Ich finde, es war spannend, inspirierend, anregend und toll. Und danke, Knut, dass du das moderiert hast. Ja, danke euch. Ja.